Im Alten Testament finden wir den Bericht einer Frau, die kurz vor ihrer Entbindung stand. Sie bekam plötzlich sehr, sehr schlechte Nachrichten, nämlich dass ihr Mann in einer Schlacht gefallen ist, dass ihr Schwiegervater gestorben ist und zeitgleich, dass die Bundeslade in Feindeshand gefallen ist. Das hat die Frau so unter Schock gesetzt, dass die Wehen einsetzten und dass sie ihr Baby bekommen hat, einen Sohn. Und sie gab dem Sohn einen prophetischen Namen. Sie sagte, die Herrlichkeit ist aus Israel gewichen. Ikabod. Der Name des Jungen war Ikabod. Eine negative Festlegung aus dem Schmerz der Situation heraus, aus dem Moment herausgegeben. Eigentlich hätte sie natürlich, wenn sie eine andere Schau gehabt hätte, auch einen völlig anderen Namen geben können, der genauso prophetisch gewesen wäre. Sie hätte ja sagen können, die Herrlichkeit des Herrn wird wieder nach Israel zurückkehren, was übrigens auch tatsächlich geschehen ist, einige Jahre später. Oder sie hätte sagen können, der Herr wird Gnade haben oder der Herr wird sich wieder über sein Volk erbarmen oder der Herr wird wieder Sieg geben oder sowas. Nein, diese Frau hat aus dem Schmerz der Situation heraus diesen negativen Namen ausgesprochen über dem, was geboren worden ist, über dem, was kommt, über der Zukunft, in der sie sich bewegt hat. Und weißt du, wir alle stehen genau in der gleichen Gefahr. Da sind irgendwelche negativen, schmerzhaften, schwierigen Ereignisse und aus dem Schmerz heraus geben wir unserer Zukunft, dem, was auf uns zukommt, dem, was wir geistlich zur Geburt bringen sollen, solche negativen Namen, geben Begrenzung, Eingrenzung. Schau, unser Glaube ist von extremer Kraft. Das, was wir erwarten, ist von extremer Kraft. Das, was wir benennen, ist von extremer Kraft. Im Buch Hiob beispielsweise finden wir eine Aussage, die sich auf Menschen bezieht, die einfach etwas über ihrem Leben artikulieren. Da heißt es, beschließt du eine Sache, wird sie zustande kommen. Das ist die Kraft des Glaubens. Wenn du etwas beschließt in deinem Herzen, es hat die Power, tatsächlich hervorzukommen. Wenn du etwas aussprichst, es hat die Kraft, hervorzukommen. Gott hat durch Worte, die er ausgesprochen hat, die Welt geschaffen. Und wir haben die gleiche Kraft in uns, durch das, was wir aussprechen, in einem gewissen Rahmen unsere Welt zu schaffen. Und deshalb ist es sehr gefährlich, wenn wir solch ein Ikabod über unserem Leben aussprechen. Etwas zu begrenzen, negativ. Ich möchte dich einladen, dass du dich damit beschäftigst, vielmehr, damit du weißt, was Gott über dir ausspricht. Eine Schau hast, was er über dich ausspricht. Was weit über den Schmerz der Situation, die Schwierigkeiten, die Probleme, das, was dir so unmöglich scheint, hinausgeht. Auf unserer Webseite haben wir genau dafür eine Rubrik, die heißt, was dir wirklich hilft. Und da findest du verschiedene Texte und Bibelstellen, die darauf genau eine Antwort geben. Heute möchte ich dich einladen, dir mal den Text anzuschauen, 20 positive Glaubenssätze, die einfach dir klar machen, wer du in Christus bist. Und dass ein Ikabod über deinem Leben nichts zu suchen hat. Das ist eine Festlegung, eine Proklamation über deinem Leben, die nicht von Gott kommt, die nicht eine göttliche Schau ist. Und in dem Sinne lade ich dich einfach ein, dass du das, was du über deinem Leben ausgesprochen hast, deckungsgleich bringst mit dem, was Gott über dein Leben ausspricht. Dass du so denkst über dich, wie Gott über dich denkt. Geh da weiter voran und du wirst sehen, Gott hat viel mehr für dich.